Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stray Blade. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und haben unseren neuen Begleiter kennengelernt, sag ich mal. Der ist aber auch ganz schnell wieder verschwunden. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo und wie wir hier am besten weiterkommen. Ja, natürlich drücke ich jetzt als erstes die falsche Taste. So, dann schauen wir uns mal kurz auf der Karte an, wo wir eigentlich hin müssen, beziehungsweise wo wir eigentlich sind. Also, eigentlich müssten wir wieder zurück, wenn ich das hier richtig sehe. Wir müssen ja hier hin. Und das sollte, denke ich mal, der Baum sein, wo wir beim letzten Mal gespeichert haben. Da ich in die Richtung gucke, müssten wir jetzt quasi hier wieder zurück. Was unlogisch ist, weil ich normalerweise in diesem Gebiet jetzt weitermachen würde. Ich schau mal eben, genau, da war nämlich der Baum. Ja, und in die Richtung guckt sie. In die Richtung sollen wir eigentlich gehen, aber in die Richtung war, soweit ich weiß, alles zu. Das heißt, wir werden wahrscheinlich da durchgehen müssen. Oder können wir hier unten eventuell weiter? Wahrscheinlich eher nicht. Also ich würde mal behaupten, wir gucken, dass wir hier durchlaufen und dann nach rechts laufen, dass wir dann da über die Brücke irgendwie rüberkommen. Ich hoffe, dass das richtig ist und wir uns jetzt nicht umsonst da durchkämpfen und dann doch woanders hin müssen. So, hier hatten wir ja schon alles erledigt in der letzten Folge. Also zumindest hier vorne. Ich weiß natürlich nicht, was hier hinten noch kommt. Da können wir rum. Was ist hiermit? Da ist nichts. Oha. Oha. Hallöchen. Ja, ich habe nichts getan. Ich weiß. Nein, das war richtig. Zwei Leder. Okay. Da dürfen wir nicht zu nah ran. Das haben wir ja schon festgestellt letzte Folge. Oh, okay. Geh von der Pflanze weg. Geh von der Pflanze weg. Ja, perfekt pariert, aber sie hat es nicht gemacht. Sehr schön. Okay, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir jetzt wirklich hier rum müssen. Wie? Wie während Gefahr droht? Hier ist doch keiner. Die Frage ist, müssen wir jetzt da hinten rum oder müssen wir tatsächlich hier rum? Da können wir hoch, okay. Machen wir das doch mal. Hi, was machst du denn hier? Oh, weg war er wieder. Na gut. Dann gehen wir trotzdem weiter hier hoch. Dich kann ich doch bestimmt einsammeln, so wie du aussiehst. Sehr schön. Okay, ja, ich denke, wir nähern uns so langsam dieser Brücke. Okay. Das gefällt mir gar nicht, dass die Sachen hier alle so groß sind. Hi. Hey, you said your name was Boji? Care to tell me who built these giant temples? They are truly astounding. Though I wonder how big their egos must have been. Oh, massive, believe me. Especially that of the one who ruled this place. These temples were built for the Eleusine, a culture that lived here way before your time. Eleusine? But why is everything so big?
Well, because they were gigantic. Almost 2 to 3 times your size. 2 to 3? That is hard to imagine. Particularly with you next to me. Understandable. But I tell the truth, they were truly impressive. Not only their bodies, but also often their minds. Most of them were alchemists, you know? Alchemists, huh? Probably believe themselves to be above everything else. Most of them did. Yes. How unsurprising. Okay, Mädel, du darfst aber gerne stehen bleiben, bis ich mich bewege. Aber ich weiß, das liegt wahrscheinlich wieder an meinem Controller. Oha, was bist du denn? Will ich das wissen? Gibt's hier irgendwo was zum Heilen? Das sollte ich vielleicht im Vorfeld schon mal wissen. Gibt's hier noch einen zweiten von dir? Ich glaube nicht, ne? Das heißt nichts Gutes, wenn es da keinen zweiten gibt. Das heißt nämlich in der Regel... Ja, die ist ja super ausgewichen. Die ist zwar zur Seite gesprungen, wurde aber dann trotzdem erwischt, oder was? Oh je. Ich bin mir nicht sicher, was das jetzt gerade war. Es könnte sein, dass das so ein kleiner Zwischenboss gewesen ist, weil der doch so einiges hier gerade eingesteckt hat. Diese Tools all look familiar. But a bit too big to use. Maybe they needed them for other things. Well, it's still good metal. No reason to waste it. Ich befürchte allerdings, dass muss ich da? Ich muss da wahrscheinlich rum, ne? Aber erkunde die Gegend und finde einen Weg hinter das Hirschtor auf der anderen Seite des Tempels. Okay. Ich hasse diese Typen. You will regret entering our land. Hallo, wieso nimmst du das X nicht an? Zweimal sehr schön pariert, jetzt daneben. Achso. Ja, gut pariert. Schlecht ausgewichen. Gar nicht ausgewichen. Mädel, das bringt mir nichts, wenn du im Nachhinein ausweichst. Du musst dann ausweichen, wenn ich drücke. Die Bogenschützen machen zwar viel Schaden, aber... Die sind eigentlich ganz gut. Also Bogenschützen nicht, ne? Die hier, damit konnte ich mich heilen. Die mit der Armbrust, meine ich. Aber die kann man eigentlich recht gut und recht schnell erledigen, finde ich. Was ist denn das da hinten? Steht aber jetzt nicht wieder auf, oder? What is this? Oh, I need to calm myself. I'm sure there is an explanation. Maybe it was some kind of mutation? Ja, irgendeine Mutation, natürlich. Warum kommt der Typ eigentlich nicht? Der hat mich doch unter Garantie schon gesehen. So, muss ich denn... Ja, da hinten geht es ja nicht weiter, ne? Ich muss hier rum, denke ich mal. Wo wahrscheinlich wieder 20 von denen warten werden. Beyond the gate waits your first trial, but the way is barred. Yeah, you don't say. Do I really have to go there?
Why can't I just leave? Because you are bound to the valley, Farron. Really, I wouldn't recommend it. Whoa! Where did you come from? And how do you know my name? You said it yourself? In the cave? But trust me, you can't leave. Not without losing your life. And this time it would be permanent, because I wouldn't be able to follow you as I am bound as well. The closer you get to the border, the weaker you get. Your heart slows down, your spirit fades, until you do your last and final step over the border. But then what am I supposed to do? I told you, didn't I? There is someone who can break that connection. Someone I want to reach as well, though for other reasons. Then tell me where to find him instead of giving me some riddles about a guardian I have to be. Your savior sleeps in the spire in the middle of the valley. The one that blasted you away, remember it? But I can't enter it. And you can't do it either. Not the way you are now. That barrier around it. What does this have to do with me? That's a long story. I'll tell you on our way to the gate, because we really will have to beat that guardian creature behind it. We? No, no. There is no such thing as we. I don't plan on carrying a burden with me. Oh, a burden? Without that burden, you would still be lost, though, trying to escape the valley which would kill you. That is, if the others don't. And who will revive you again if that happens? Just spit it out. You need me. For whatever reason. Yes, I do. And it is a reason I will explain if we travel together. Besides, we have the same destination, so why wouldn't we? Isn't it useful for you to have a guide who knows his way around here? I can't believe it. Fine. Do what you want. Er hat ja nicht ganz unrecht. Fertigkeitsbaum. Budgies Fertigkeitenbaum. Willkommen beim Fertigkeitenbaum. Hier kannst du alle angezeigten Fertigkeiten einsehen und mit Weisheitspunkten verbessern. Kann ich das mal so machen, dass ich auch was lesen kann? Weisheitspunkte. Boji sammelt Weisheitspunkte durch das Finden von antiken Relikten. Ach, wie dieses Horn jetzt? Die überall in Akrea versteckt sind. Diese Weisheitspunkte können ausgegeben werden, um Bojis Fähigkeiten und Fertigkeitskünste zu verbessern. Fähigkeiten. Gibt gesammelte Weisheitspunkte aus, um Bojis Fähigkeiten zu verbessern. Fertigungskünste. Sobald du ein Runenrezept findest, wird diese spezifische Rune freigeschaltet, damit Boji sie für dich fertigen kann. Okay. Hier bei Bojis Fertigkeitenbaum kannst du auch die Effektivität aller bereits freigeschalteten Runen verbessern. Ja, ich habe jetzt noch nichts, so wie es aussieht. Aber ich kann theoretisch hier unten die Sachen freischalten. Ich denke mal, unten fängt man an. Wirkungsbereich dieser Fähigkeit. Oder geht das wirklich nur, wenn ich... Nee, Moment. Null verfügbare Weisheitspunkte? Hä? Ich denke, ich habe gerade einen bekommen. Leute? Veräppelt mich doch nicht. Sag doch nicht, ich soll hier reingehen, damit ich mir das alles durchlesen kann, weil ich gerade einen Punkt bekommen habe. Und ich habe dann gar keine. Das ist doch doof. Ganz ehrlich. So. Haben wir hier noch irgendwas, was wir einsammeln? Ah. Aha, sehr schön. Ach, zum Einsammeln kommt er dann wieder her. So, so. Gieriger kleiner. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie ein Fuchs oder vielleicht noch entfernt wie ein Wolf oder so. Ich glaube, es sollte ein Wolf sein, habe ich mal irgendwo gelesen. Are those down there clay huts? Were they built later than the temples? No, something doesn't add up. Achso, da steht einer. Hallöchen! Guten Tag, ich bin hier zur Inspektion. Ah, Moment, da steht mit dem Rücken zu mir, oder? Wie war das nochmal? Ich konnte nur schleichen. Ich konnte nicht, also so langsam gehen. Ich konnte nicht schleichen in dem Sinne, ne?
Genau, als ob der mich gehört hätte. Verarsch mich nicht. Als ob in dem Moment, wo ich schlage, tut der so, als ob der mich gehört hat. Geht's noch? Der sieht mich sowieso. Ich hoffe, von links kommt jetzt niemand rausgelaufen. Was soll denn das hier? Also sie pariert immer, aber ich habe das Gefühl, dass es überhaupt nichts bringt. Okay, das war die falsche Taste. Gut, das mit dem Ausweichen ist wahrscheinlich wieder, weil ich hier mittendrin stehe und sie nicht fähig ist, mal nach rechts zur Seite zu gehen, wenn ich nach rechts drücke. Ah! Mal wieder nicht zum Heilen. Das ist nicht gut, weil da oben steht jetzt auch noch einer. Ja, wir werden dann wohl sterben, so wie es aussieht. Das Problem ist so oder so. Ich kann den auch nicht rüberlocken, ohne dass der andere aufmerksam wird, ne? Komm mit, komm mit, komm mit. Ich will den Bogenschützen jetzt nicht gleichzeitig haben. Ja, komm, 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 komm. Hat ja super pariert. Ist ja super ausgewichen. Also es funktioniert alles wunderbar, sobald man auf die Tasten drückt. Das Problem hatten wir in den letzten Folgen schon. Ich weiß nicht, ich denke mal, es ist das Timing. Aber ich verstehe nicht, wie man es so programmieren kann, dass das Timing so perfekt sein muss. Weil ich drücke, sobald ich die Farbe sehe, normalerweise auf das Richtige. Ich meine, ich kann mich ja auch mal vertun. Aber normalerweise aufs Richtige und es funktioniert einfach nicht, weil sie ja noch im Schlag ist in dem Moment. Und es kann irgendwie nicht sein, dass sobald man noch im Schlag ist und man selber das ja nicht abbrechen kann, dass sich da nichts tut. Ja, das ist ein Zauberer. Die können statt runterzufliegen einfach in der Luft hängen, wenn man die besiegt hat. Was haben wir denn hier? Ein Stein. Da hinten steht auch schon wieder einer. Oh, ich habe wieder nichts zum Heilen. Der steht aber mit... Oh, da kommt noch einer. Wieso hakt das heute so? Leute, was ist los? Ich meine, das Spiel verlangt ja jetzt nichts. Das hat ja jetzt keine hohen Anforderungen oder so. Vielleicht ist es auch jetzt die Hitze heute. Du hast betreten Turmtempel. Ich hoffe jetzt, dass links keiner steht, den ich übersehen habe. Ah, genau, direkt mit beiden. Kein Thema. Das war etwas zu früh. Mal wieder. Da hat es gar nicht funktioniert. So, Kiste oder sowas haben wir hier nicht zufälligerweise, ne? Dass wir hier... Ne. Das ist auch nichts, was wir lesen können. Ich hätte gerne mal was... Oh, zum Speichern. Ja, das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, perfekt. This doesn't look like the other structures these Elysian have built. Oh, it reminds me of... The central spire? Yes. Seems like Tezuth, the ruler of this area, built this so the Akreans could still continue their rituals under his rule. Wait, Akreans? Who are they? Oh, true, you wouldn't know. We already talked about how the Elysine who lived here were gigantic, but they weren't the only inhabitants of the valley. There were also the Akreans, who resembled your people. A lot smaller.
They used the central spire to release dead spirits into the flux, an energy that flows through this valley, which keeps everything alive and in balance. That seems unlikely. You don't have to believe me, but that very flux energy is what I use to vanish and appear again. I see you're still skeptical. Well, you will come to accept it with time. Ist jetzt die große Frage. Soll ich unten erstmal etwas machen? Ich würde sagen, da wir jetzt hier gerade gespeichert haben, nutze ich das jetzt einfach mal aus und mache hier erstmal einen kleinen Cut rein. Das ist immer so ein bisschen schwer abzuschätzen, wo es jetzt besser wäre. Aber ich denke, das ist eine ganz gute Gelegenheit. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge an, ja, was es da unten mit dem Stein und so auf sich hat und ob wir da irgendwas mitmachen können. Also ob wir das jetzt schon tatsächlich machen können und was das für komische Viecher sind, die da unten so seltsam animiert rumlaufen. Ich weiß nicht. Sieht aus wie eine Mischung aus Fuchs, Ratte und noch irgendetwas. Ich weiß es nicht. Stachelschwein oder sowas. Ja. Also wie gesagt, an sich, kann ich schon mal vorweg sagen, an sich finde ich das Spiel nicht schlecht. Was mich wirklich sehr, sehr nervt, ist die Steuerung. Dieses, man muss auf die Sekunde genau, auf die Millisekunde genau drücken. Und ich weiß halt noch nicht so genau, wann das ist. Beziehungsweise, ich weiß eigentlich schon, wann das ist. Aber ich kann es halt nicht machen, weil ich in 90% der Fälle gerade am Schlagen bin und dann halt nichts machen kann. Dementsprechend kann ich da nicht parieren, dementsprechend kann ich da nicht ausweichen, weil er es einfach nicht annimmt, sondern nur diesen Schlag noch drin hat. Und ja, das ist jetzt so das Einzige, wo ich jetzt sagen muss, das nervt mich gerade wirklich bei dem Spiel. Aber ja gut, vielleicht ist es wirklich gewöhnungsbedürftig. Also ich kenne es einfach nur so, dass ich immer drauf haue und dann sind die Gegner schnell tot. Vielleicht muss man es anders spielen, ich weiß es nicht. Falls ihr einen Tipp dazu habt, könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich hatte ja schon beim letzten Mal was, glaube ich, gesagt, dass es wahrscheinlich besser wäre, wenn ich zwischendurch immer mal warte, bevor ich schlage. Also erstmal den Angriff abwarte, dann nur einmal schlage und nicht wie gewohnt zwei, dreimal, weil die doch recht schnell wieder ja zurückschlagen. Nur, ich bin ganz ehrlich, ich mag Kämpfe. Und das nimmt so die Bewegung, die Geschwindigkeit aus dem Kampf raus, wenn man wirklich so spielen müsste. Ja, dann würden die Kämpfe wieder irgendwo ein bisschen langweilig werden. Und ich hoffe jetzt nicht, dass man es so machen muss. Bisher sind wir aber auch so recht gut durchgekommen. Deswegen, wie gesagt, hier erstmal ein kleiner Cut. Und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.